Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Dinosaurier und nicht zu einem Adventskalender, wie das sonst jeder andere macht, denn wir sind nicht Mainstream und deshalb streamen wir Minecraft. Wir sind stehen geblieben, in unserem Berghaus und haben das, glaube ich, nicht fertig bekommen, oder? Ne, 1-4, ja, toll. Dann sollten wir vielleicht mal auf die Suche gehen. Ich habe keinen Sound. So. Auf die Suche gehen nach Lava. Damit, weil wir können das ja nicht so lassen, ne? Das geht ja nicht. Dann gehe ich mal runter und zack. Und werde mal da drüben schlafen, denn wir werden dann irgendwo da in die Richtung so gehen. Um dann zu gucken, ob wir irgendwas finden. Ne? Mal gucken. Die T-Shirts sind jetzt rausgekommen. Ich hab's an, wie ihr seht. Ich feier's immer noch. Ich freue mich auch, dass schon einige bestellt haben. Und ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass es überhaupt irgendeiner bestellt. Aber jetzt ist es so und ich freue mich. Das können wir hier rein tun. Manche haben gesagt, oder der Alex hat zum Beispiel geschrieben und das hat, glaube ich, 10 Daumen nach oben bekommen, dass er es schade findet, dass es nicht Designs zu meinem Kanal gibt, sondern generell einfach Designs, die man auch so tragen kann. Was ich aber gar nicht schlimm finde und das sogar so wollte, denn einer hat das auch, oder eine, glaube ich, auf Twitter kommentiert, dass sie das sogar gut findet, weil es relativ nervig manchmal ist, dass man mit einem T-Shirt, wo einfach nur ein Aufdruck drauf ist von dem Namen der Person, wie eine Reklametafel in der Schule rumläuft und alle dann denken so, Und das fände ich nämlich auch, denn ich finde, es gibt wenig schöne Fanshirts, die man einfach so anziehen kann. Und deshalb habe ich das absichtlich so gemacht und waren wir hier letztes Mal? Ich glaube ja, ne? Ich gehe einfach mal hier runter. Oder waren wir hier schon vor langer Zeit? Ich glaube, ich sollte aber den Shader ausmachen, sonst fallen wir in Lava. Das ist mir nämlich schon mal passiert im Singleplayer. Oh, eine Spinne. Nein! Oh, fuck. Ich mache den Shader doch mal aus. So. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, ja, genau, also hier mit Reklametafel und so gibt es bei mir nicht. Und warum haben wir denn jetzt so FPS-Probleme? Das ist. Ne? So. Das wird es auch nicht geben in Zukunft, denke ich mal. Warte mal, was haben wir denn hier für eine Renderdistanz? So. Jetzt läuft es hoffentlich flüssiger. Oder auch nicht. Ich habe auf Twitter auch wieder gefragt. Alter, nee, was ist denn das? Moment, oh, kurzer Cut. Wir machen einmal kurz einen Cut. Gehen wieder rein. So, ja, jetzt geht's wieder. Toll. Ich habe auf Twitter wieder gefragt, da könnt ihr mir ja immer schreiben unter dem Hashtag Minecraft-Klingern. Ist da eine Schlucht? Ich glaube, ja. Waren wir hier schon mal? Oh, fuck, Alter. Geh weg. Geh weg. Ich komme zu nix heute, weil das hier. Ich gehe einfach in die andere Richtung. So, die können mir gar nichts. Ich werde erstmal was essen. Ach man. Nein. Scheiße. Es hakt. Ich weiß nicht warum. Seitdem wir geswitcht haben. Komm, wir machen mal ein anderes Lied. Dass ihr mir wieder Themenvorschläge schreiben könnt. So, jetzt komme ich endlich dazu. Und es sind wieder tolle Sachen eingegangen, die ich vorlesen und besprechen möchte. Also es sind nicht nur Themenvorschläge, sondern an sich einfach auch Bemerkungen oder Fragen, die ihr habt, die könnt ihr da immer posten. Ich glaube, wir sollten aber doch da runtergehen. Gurke Paprika, welcher Mob ist dein Lieblingsmob? Der Blaze-Dingens, da dieses Fliegeding aus der Hölle, das sich dreht. Das finde ich cool, weil das kann fliegen und sieht cool aus. Stirb. So, von da gekommen? Nee, ne? Nee, aber wir können hier lang. Okay. Fuck. Oh, oh. Von Tiami
Ich sollte aufpassen, dass ich nicht sterbe. 3, 1, 8. Was ist mit Clenius? Oh, fuck. Oh, gar nicht gesehen, Alter. Huh. Ist das jetzt vorbei, fragt er, glaube ich. Oder kommt das wieder? Das ist vorbei. Das habe ich, glaube ich, schon mal. Habe ich das schon mal gesagt? Habe ich den Kommentar schon mal vorgelesen? Das kann sein, weil ich keine Zeit habe. Das war die Begründung. Weil es ja aufwendig ist. Ich wollte jetzt hier rüber und nicht kämpfen, nur die ganze Zeit. Solange hier nichts kommt. Ja, komm, komm her. Komm her. Okay. Ich komme mal ein bisschen nach oben. Kannst du 3 Lieblings-YouTube-Kanäle nennen? Ich gucke sehr gerne Broken Zooms, Le Floyd und einen noch, ne? Was gucke ich denn sonst noch immer? Ich weiß es gar nicht. Das Scheiße. Also in meinem Kanal sind ja immer die verlinkt, die ich gerne gucke und die ich euch empfehlen kann. Aber ich überlege gerade, was ich immer gucke. Also wenn ein Video rauskommt, dann, wo ich mir denke, ja, das musst du dir gleich noch angucken. Das weiß ich aber gerade gar nicht. Weil ich, es ist schwer, wenn man wenig Zeit hat. Gotti, der Himmel, er blendet in der Höhle. Snowy, wie verbringst du die Festtage? Hast du irgendwelche Traditionen? Es ist so, dass wir an Heiligabend immer bei uns essen und am ersten Weihnachtsfeiertag, am ersten Weihnachtsfeiertag bei meiner Oma. Und da gibt es überall immer leckere Sachen und dann freut man sich. Und das ist irgendwie so die einzige Tradition, die man eigentlich hat oder die wir eigentlich haben. Ansonsten, ja, man geht irgendwie dann nochmal in eine Kirche so. Aber, also hat man mehr Tradition? Ja gut, manche, da gibt es immer Kartoffelsalat mit Bockwürste, das gibt es bei uns nicht. Aber so, oh, das sieht cool aus. Ich mache jetzt Screenshot. Bam! Ja, ansonsten haben wir sowas eigentlich nicht. Ich würde jetzt gerne auch die andere Frage vorlesen, wenn der Tod... Oh, fuck. Oh, oh, ich bin viel am Fluchen in dieser Folge. Das ist nicht gut. Warte mal, was ist das? Ist das Eisen oder Gold? Gold, oh ja, Gold. Was für ein Typ warst du in der Klasse? Kann mir gut vorstellen, dass du der Klassenclown warst. Ach ja, also Klassenclown ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man sollte ab und zu mal einen Scherz machen. Und ich finde, das haben die Lehrer auch nicht verstanden, dass man... Ist das Wasser? Ja. Dass erstmal der Unterricht unglaublich viele Vorlagen bietet, witzig zu sein. Weil das einfach Situationskomik ist und ich finde, das ist einfach die beste Art von Komik. Und dann wird immer begründet, ja, hör doch mal zu und rede nicht. Was sie aber nicht verstanden haben, ist, dass, wenn man Witze über sie oder den Unterricht macht, jetzt keine bösartigen, aber halt irgendwas Lustiges, dann hört man ja zu. Weil sonst könnte man keine Witze drüber machen. Das verstehen die aber nicht. Und dass das weniger schlimm... Nein! Warum... Oh, fuck. Ja, aber das reicht aber auch hier. Ich habe jetzt wahrscheinlich so viele Diamanten übersehen, weil ich keine Ahnung habe, wo ich bin und nichts sehe und das ist mir aber egal. Also man hört mehr zu als die, die einfach in der letzten Reihe am Handy gespielt haben. Das hat die aber nicht interessiert, weil man ja deren glorreichen Unterricht zerstört hat. Aber ich finde, wenn man... von wo kamen wir? Wenn man... in der Lage ist, also wenn man Unterricht hat, oh fuck, und dann noch Witze darüber macht, dann ist es, also man lernt einfach besser, finde ich. Und man kann sich besser konzentrieren, als wenn man da einfach sitzt und stumpfsinnig irgendwas auswendig lernt, was ich relativ kacke eigentlich finde. Aber so ist es halt, ne? Und jetzt ist das bei mir zum Glück vorbei und viele können das noch machen. Wenn du in Varum mitspielen würdest, wen hättest du gerne als Teampartner? Warte, wir hatten die Frage auch mal, ich weiß jetzt gar nicht mal, wo die war oder von wem, für wen ich in Varum bin. Und, hier waren wir schon, scheiße, ich baue mich einfach hoch.
Da kann ich sagen, dass ich im Moment nur Tuttle gucke, weil ich das am unterhaltsamsten finde und ich finde, es ist wichtiger, Spaß dabei zu haben, als oh, fuck. Als wenn man einfach ja, gewinnt. Also MC Expert hat, glaube ich, schon mit, ich glaube, mit wenig Kraft ist er in einem Team, ne? 6 Leute getötet. Ja, ist jetzt schön anzusehen vielleicht, aber ich finde es jetzt nicht so unterhaltsam, wenn man einfach nur auf Effizienz farmt und so. Och, fuck. So. Ich werde jetzt hier warten und mich ausloggen und dann werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu bewerten. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.